Was geht ab, Gang? Was geht ab, Herr Manusseurs? Hier sind wir wieder. Ja, wie versprochen. Hier, keine lange Pause. Von der dritten Folge bis zur vierten liegen jetzt original eine Minute. Ihr seht es auch in meinem Outfit, immer noch da. Gleiche Trinken, gleiche alles. Ich habe euch gezeigt, 0 Uhr, jetzt 0 Uhr 2. Es liegen genau 2 Minuten dazwischen. Sieht man das? Ja. In dem Sinne, letzte Folge Mokromafia auf dem Kanal der Mix. Die Rotterdam-Edition. Der Fall des Patens heißt der letzte Fall, ja? Der heißt letzte Folge. Ich bin todesgespannt. Wir haben gesehen, Piet Costa ist wieder zurück in Holland. Er will Rache. Ihm ist egal, so Spanien, Palmen und Sonne, Meer, alles egal. Jetzt geht's zurück. Jetzt wird Rache genommen. Der Fall des Paten heißt ja auch irgendwo wahrscheinlich, wird es nicht ganz gut für ihn enden. Wie ich euch in letzter Folge schon gesagt habe, so alle, die hier Enkro und worüber hier der Mix berichtet, sind entweder tot oder im Knast, 100%. Weil sonst würde er ja nicht berichten. Lass uns mit dem Video loslegen. Bevor wir aber loslegen, würde ich noch eine Bitte an euch. Hier, letzte Folge mäßig, letztes Mal die Bitte, zumindest hier was Mokro angeht. Drückt kurz Pause, ein Like, ein Kommentar für den Algorithmus. Ihr tut uns einen Riesengefallen damit. Neue Zuschauer werden damit generiert. Teilt den Link. Erzählt euren Freunden davon. Sagt, ey, was weiß ich, schaut rein, wenn ihr mal ein bisschen, wenn euch langweilig ist beim Essen, gebt euch Mokromafia bei uns auf dem Kanal so. Und ja, man, damit würdet ihr uns einen Riesengefallen tun. Aber ich glaube nicht zu viel rum, wir starten direkt. Sie sind Veteran in der Welt des Verbrechens und verfügen über so viel Erfahrung, dass sie in Zusammenarbeit mit einem kolumbianischen Kartell die Einfuhr von 25 Tonnen Koks nach Europa planen und das alles mit ihrem eigenen Schiff. Wir sprechen hier von einer Operation mit einem Handelswert von etwa 1 Milliarde Euro. Okay. Wir haben viel gehört, wir haben viel gesehen. Die Summen wurden genannt für verschiedenste Sachen, verschiedenste Ausgaben. Leute in der Kette wurden bezahlt, aber 1 Milliarde Euro mit einem Deal, das ist schon krass, das habe ich noch nie irgendwo gehört. 1 Milliarde Euro, das ist so Wirecard-Politikgeschichten. Ein außergewöhnliches Projekt, das sich nur wenige Personen in dieser Unterwelt leisten können. Es sei denn, ihr Name ist Roger P., auch bekannt als Piet Costa, und sie sind der Pate dieser Generation in den Niederlanden. Ja, Piet Costa ist ja ein, boah, Max der Typ, Alter, was hat der nicht alles gerissen? Und ich feiere auch, dass er nicht so Dinger ist, nicht so gewalttätig oder so. Klar, er hat auch seine Leichen safe im Keller, aber, also jetzt der Mix war, hat uns das schon ein paar Mal gesagt, so dass er kein Fan ist von Gewalt. Er hat immer versucht, alles friedlich zu klären und, ja Mann, geil Mann, feiere ich. Parallel zu ihrem Drogenhandel führen sie seit 2020 einen Krieg mit einem ehemaligen Mitglied ihres Netzwerks, Ali D., der ihnen Geld gestohlen hat und sich nun auf einem Zahnarztstuhl wiederfinden muss, eingesperrt in einem Foltercontainer in einem Lagerhaus in einem kleinen niederländischen Dorf, Woos Plantage. Das Netzwerk unter der Leitung von Piet Costa pflegt eine enge Zusammenarbeit mit der Gruppe um Robin aus Utrecht. Neben ihrem Projekt, ein Gefängnis zur Inhaftierung von Rivalen zu bauen, sind diese beiden Personen auch im Drogenhandel verwickelt und spielen eine zentrale Rolle bei der Schiffsoperation. Ihre Gespräche dauern seit Ende März 2020 an. Alter, ich habe mich um das Schiffsgeschäft gekümmert. Sie werden mir den Preis diese Woche nennen. Ich habe 2 Optionen in Südamerika. Ein paar Tage später bringt Robin ein paar Neuigkeiten. Das Schiff steht bereit und ist für eine bestimmte Zeit an dem Ort angedockt. Okay, also werden wir die Ware ohne die Anwesenheit der Besatzung verladen. Das ist so einfacher. Die Besatzung wird das Schiff nur absetzen und verlassen und sie kommen dann 2 oder 4 Wochen später wieder, um es wieder abzuholen. Alles fängt jetzt an, sich zu bewegen. Mann, wir reden hier über 25.000 Kilogramm. Die Geschichte dieses Schiffes nimmt auf der anderen Seite langsam Gestalt an. Nur noch ein bisschen mehr Zeit und wir haben es geschafft. Jetzt wird es wirklich ernst. Das sind sehr gute Neuigkeiten. Alter, ich treffe mich zum Café mit Gästen aus Unawa. Sie wollen wissen, wer hinter all dem steckt. Es ist der Clan del Golfo, dieser ganze Urabenos-Sch***. Sie haben die andere Hälfte der Ladung gestellt. Tatsächlich soll der Clan del Golfo aus Kolumbien gleichberechtigt mit Piet Costas Netzwerk investieren und will ein Treffen organisieren, um zu verstehen, mit wem sie es zu tun haben. Und wie wollen sie das Schiff von der Küste wegbringen? Darum kümmert sich der Schiffsagent und er wird sie an Bord holen, damit sie alles unter unserer Aufsicht verladen können. Das Wichtigste ist, dass sie die Ware gut verstauen. Die Schiffsgeschichte ist solide, du kannst loslegen. Mann, ich komme immer noch nicht über diese Schiffsgeschichte hinweg. Es ist verrückt. Das Einzige ist, dass du dich über einen Zeitraum von 6 Monaten um alles kümmern, das Schiff füllen und eine andere Route fahren musst. Was bedeutet, dass Kaufen billiger ist als Mieten. Außerdem ist es viel besser, alles intern zu regeln, wenn es darum geht, Verstecke zu erstellen. Was kostet dieses Ding? Der Kauf könnte verhandelbar sein. In Norwegen gibt es eins für 2,5 Millionen. Ich habe die Pläne gesehen. Wir könnten dort Abteilungen bauen, um Diesel zu lagern. Und darin werden wir ein Versteck einrichten.
Die Werft ist wirklich toll. Sie wird nie überwacht, nie vom Zoll kontrolliert. Wir sollten uns diese Gegend nicht entgehen lassen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das von Pete Costa geführte Netzwerk plant, in den Kauf eines Schiffes zu investieren, um gemeinsam mit dem Clan del Golfo weißes Pulver nach Europa zu transportieren. In einer ihrer Mitteilungen erwähnt Pete Costa bereits den Preis pro Kilogramm, etwa 3 Millionen kolumbianische Pesos, was etwa 700 Euro entspricht. Innerhalb seines Netzwerks spielt seine rechte Hand Hassan eine entscheidende Rolle und bespricht die Logistik mit einer Person namens Mr. Malibu. Es scheint, dass mehrere Mitglieder des Netzwerks noch nach einem geeigneten Schiff für die Mission suchen. Eine Option ist der Einsatz von Schwimmkränen, aber Mr. Malibu gibt an, dass die der Marken Bonn und Mess nicht zum Verkauf stehen, während eine Jahresmiete ungewöhnlich ist. Auf jeden Fall besprechen die beiden Ende Mai die Gesamtkosten für die Ware, zusätzlich zum Schiff. Ich bekomme einen guten Preis, aber nur, wenn es insgesamt 25.000 Kilogramm sind. 12.500 für uns und 12.500 für die Kolumbianer. Gut, aber wenn wir mal nachrechnen, kommen wir hier auf weniger als 500 Euro pro Kilogramm. Ich denke, mit 500 Euro bist du auf dem richtigen Weg, mein Freund. So sieht's aus. 12.500 x 500 gleich 6 250.000 Euro. Vielleicht kostet es 100 Euro mehr pro Kilogramm, aber das glaube ich nicht. Dieser Preis pro Kilogramm ist der Preis, den man nur bei den Erzeugern direkt an der Quelle in Kolumbien erwarten kann. Dieser Preis kann mit dem Faktor von 30 bis 40 multipliziert werden, wenn die Ware die Großhändler in Europa erreicht. Genau, vorher hatten wir nämlich, in der Folge 2 davor, hatten wir einen Preis von 27,5 in Holland dann aber. Das wurde dann gesenkt auf 26,5, weil 27,5 zu hoch war. Jetzt hier direkt vom Erzeuger, ja, das ist schon der ein oder andere Euro ein Unterschied, ne? Okay, hervorragend. Das kann in Gang gesetzt werden. Die Leute auf der anderen Seite wollen möglichst noch heute mit der Produktion von Waren beginnen. Aber ich werde es erst tun, wenn es grünes Licht gibt. Okay, wir wollen vielleicht noch ein bisschen mehr machen, aber ich analysiere alles, was vor sich geht. Hassan ist ständig damit beschäftigt, zusammen mit anderen Personen die besten Möglichkeiten für die Einfuhr von Drogen in die Niederlande zu ermitteln. Er hatte die Möglichkeit in Betracht gezogen, die Fracht über die Häfen in Marokko zu transportieren, aber Mr. Malibu riet ihm davon ab. Er erklärte, dass in den dortigen Häfen weniger Container ankommen und sie daher mehr Zeit haben, Zollkontrollen durchzuführen. Außerdem erwähnt er, dass die Situation mit den Häfen in Spanien und Portugal aufgrund der Covid-Pandemie kompliziert ist. Auf jeden Fall muss Pete Costa immer seine Zustimmung geben, vor allem bei groß angelegten Aktionen. Das gilt vor allem für diese Schiffsoperation, die viel Zeit erfordert, um vollständig umgesetzt zu werden. Was Hassan betrifft, einer Schlüsselfigur in dieser Geschichte, ist anzumerken, dass er auch an der Verwaltung der Finanzen innerhalb der Organisation beteiligt ist. Es ist wichtig festzustellen, dass die Spannungen weiter eskalieren, vor allem im Raum Rotterdam, seit Pete Costas rechter Hand am 10. Mai 2020 von dem mutmaßlichen Netzwerk um Ali ausgeschaltet wurde. Diese Zeit der Instabilität veranlasst Pete Costas Netzwerk dazu, besonders auf die Sicherheit ihrer Geldlager zu achten. Und ab diesem Moment steigt Hassans Status an. Ein paar Tage später macht Hassan Mr. Malibu klar, dass er 5 Millionen Euro an ihn überweisen muss. Dabei werden vertrauenswürdige Personen eingesetzt, die für diese Transporte zuständig sind. Kann ich das Geld am Montag übergeben? Es wäre bequem für mich, wenn es in Rotterdam wäre. Ich muss prüfen, ob einer meiner Leute das machen kann oder ich kümmere mich selbst darum. Nein, mach es nicht selbst, das ist verboten. Finde jemanden, mit dem wir am Montag 5 Millionen bekommen können. Wie viel willst du als Bündel von ihnen zurückbekommen? Ja, ich weiß, ich werde es mit dem Kerl regeln und in Bündel von 1 Million bitte. Malibu spricht mit seinem Untergebenen, den wir hier ZX nennen, und betraut ihn mit der Aufgabe, das Geld nach der Übergabe in einem Versteck zu verstecken. Kann einer deiner Jungs am Montag 5x1 Million abholen, während du sie beiseite legst? Ja, Mann, und ich kann sie sicher aufbewahren. Okay, bist du sicher, dass du das Geld richtig aufbewahrst? Ja, der Ort ist 100% sicher. Das einzige Problem ist, dass ich kein gutes Versteck im Auto habe. Schließlich gelingt es ZX, ein Transportfahrzeug mit einem Versteck zu finden und die Mission geht weiter, mit der herausfordernden Aufgabe, 5 Hin- und Rückfahrten an einem Tag zu machen. Ja, logischerweise. Es gibt Autos mit Verstecken, wo man Drogen drin bunkert, aber auch Autos mit Verstecken, wo man Geld drin bunkert. Weil, wenn du mit 5 Millionen Euro in Bargeld von der Polizei kontrolliert bist, dann fällt schwer, den irgendwie glaubwürdig zu erklären, warum du das hier gerade rumliegen hast. Ich glaube nicht, dass wir heute 5 Hin- und Rückfahrten machen können, also machen wir den Rest morgen. Kannst du nicht 2 Millionen auf einmal nehmen? Das möchte ich lieber nicht. Okay, ich verstehe. Also gut, fangen wir mit 1 Million an und den Rest später. Vielleicht kann ich die Lieferung von 4 Millionen nach dieser Lieferung arrangieren. Okay, ich werde nachfragen. Ich habe einen Typen von Post NL mit einem Lieferwagen. Sag mir, in welche Region das Geld geht. Vielleicht kann ich auch etwas liefern. ZX fügt eine Nachricht hinzu. Ich habe ein kleines Campinghaus angemietet. Wir werden von dort aus anrufen. Malibu teilt dann die Nachricht über den Transport der 4 Millionen mit. Er will 4 Millionen auf einmal liefern. Ist das dein Ernst? Letztendlich wird 1 Million Euro in der Nähe des Makromarktes in Barendrecht abgeholt. Ihr müsst doch mal überlegen, 1 Million Euro in Bar oder jetzt hier in dem Fall 5 Millionen Euro in Bar. Wisst ihr was, also das,
Erstmal, das hat ein gewisses Gewicht. Ist ja nicht einfach nur so ein Batzen, das ist, ich weiß nicht was, wiegt 1 Million Euro in bar. Wiegt schon ein bisschen was und auch vor allem vom Volumen her. 1 Million packst nicht mal kurz in so einen E-Spec-Rucksack oder sowas, weißt du? Das muss ja logistisch gesehen, muss da ja auch, muss man ja da auch vorgehen. Wenn man sagt, okay, wie bunkere ich das überhaupt, weißt du? Wie trage ich, wie übergibt er mir das überhaupt? Ich weiß jetzt gerade nicht, ich weiß nicht, wie schwer ist 1 Million in bar? Ich frage mal hier, frag mal ChatGPT. Wie schwer ist 1 Million Euro in bar? Okay, geht. Ja, geht. Okay, in 100-Euro-Scheine wären es 10 Kilo. Also es ist schon irgendwie machbar. Kann man schon tragen. 5 bis 10 Kilo mit 100- und 200-Euro-Scheinen. Ja gut, kann man schon tragen. Habe ich mich geirrt. Um die Situation zu verdeutlichen, läuft der Übergabeprozess folgendermaßen ab. Aber andererseits, 5 Millionen Euro wären ja dann 25 bis 50 Kilo, ist dann schon wieder ein bisschen schleppen. Lass es 10 Millionen Euro sein, 100 Kilo, wäre dann für den einen oder anderen dann nicht machbar wieder. Mitglied des ZX-Teams geht in den Laden, um das Geld von einem Hassan-Mitarbeiter abzuholen und sorgt dann für den Transport zu einem Versteck. Für jede Überweisung wird ein Passwort benötigt, um die Identität der Person zu bestätigen. In diesem speziellen Fall wird das Passwort Samsung verwendet. Für die Überweisung der 4 Millionen findet der Austausch in einem Büro in Arnheim statt. Ein Mitarbeiter von Hassan kümmert sich darum, das Geld in einem Firmenwagen der Post NL zurückzubringen, um mögliche Verdachtsmomente zu reduzieren. Normalerweise muss das Geld über Unterweltbanker auf ein Bankkonto, zum Beispiel in Dubai, überwiesen werden, wo es gewaschen wird. Es scheint jedoch ein technisches Problem zu geben. Wenn sich das Team letztendlich für diesen Transport entscheidet, wird es länger dauern als erwartet, wie Malibu in einer seiner Nachrichten im April 2020 anmerkte. Er möchte das Geld über einen Geldwechsler in ein Konto stecken für ein Konto in Dubai, aber die Geldwechsler haben derzeit Schwierigkeiten. Er schickt eine Nachricht auf Englisch an jemand anderen. Hier ist die Übersetzung. Hallo, ich arbeite daran, aber auch die Unterweltbanker haben im Moment Schwierigkeiten, Geld zu senden und zu empfangen. Ich kann dir heute hier in den Niederlanden Bargeld zur Verfügung stellen, aber du willst das ja nicht, also wird es ein bisschen länger dauern. Man muss sagen, dieses 2020, 2021, das war voll das revolutionäre Jahr für alle Drogenhändler so in dieser Unterweltgeschichte. Warum? Weil zum einen diese ganzen Krypto-Handys geknackt wurden, Sky, Encro, Anom, und aber auch Corona. Das heißt, klar, als Drogendealer profitierst du von der Globalisierung. Will ich was von Kolumbien nach Europa schicken, will ich was von Holland nach Deutschland schicken, will ich was von Spanien nach Deutschland schicken oder von wo nach wo, ist ja auch egal. In Corona waren die Grenzen dicht. Sachen wurden ganz genau durchleuchtet, geguckt, nur gewisse Sachen, nur wirklich notwendige Sachen wurden auch durchgeschickt, Grenzen wurden zugemacht und so weiter. Das heißt, das war eine ganz, ganz besondere Situation für Leute, die da im großen Stil Drogen verkauft haben. Ich gehe mal davon aus, dass da auch noch ein paar Dokus kommen werden im Laufe der Jahre. Das Ding ist, dass diese Leute, die da erwischt worden sind, die sitzen jetzt noch, ja, das ist noch 3-4 Jahre sein, kommen dann langsam wieder raus und dann wird es da darüber, über diese Corona-Zeit, über die Zeit, über der wir hier, die wir jetzt hier beim Mix gerade sehen, wird es bestimmt auch noch die ein oder andere Doku geben, auf jeden Fall, wie die Leute dann da gearbeitet haben mit zunehmenden Grenzen oder so. Ist auf jeden Fall auch spannend, wie ich gehört habe. Für das Netzwerk scheinen Überweisungen von mehreren Millionen zur täglichen Routine geworden zu sein. Eine Routine, die manchmal durch einen bedauerlichen Fehler unterbrochen wird, wie im Fall von Brassman, benannt nach seiner brasilianischen Herkunft, der 525.000 Euro abrufen soll. Ich habe jetzt einen Termin mit Brassman. Er wird danach kommen, um das Geld abzuholen. Einige Tage später. Brassman wird in 15 Minuten hier sein. In Ordnung. Ich leite es weiter. Okay, ist der Typ gleich da? Er ist fast da. Schließlich wird Brassman von der Polizei in Rotterdam mit einer Einkaufstasche voller Geld verhaftet. Diese Nachricht teilt Malibu Hassan in einem Online-Artikel mit. Brasilianer in Rotterdam mit 525.000 Euro erwischt. In dieser Zeit erfahren wir auch, dass Robin den Auftrag hat, in einem Lagerhaus hochspezialisierte Zellen zu bauen, in denen die Rivalen, mit denen sie im Konflikt stehen, eingesperrt werden. Er bespricht mit einem seiner Komplizen den Bau dieses EBI, benannt nach der sichersten Strafvollzugsanstalt der Niederlande. Ich habe EBI 2.0 gebaut. Eine ganze CPLX-Zelle mit Wachen- und Kamerasystem. Bruder, wir nehmen sie alle mit. Oh ja, ist so ein Fuchs, dass er seinen Song so nennt, oder? Er weiß schon ganz genau, was er macht und wo er drücken muss, damit es wehtut oder kitzelt. Die wichtigste Person, die dorthin soll, ist Ali, der aber anscheinend ins Exil nach Dubai gegangen ist, während er von dort aus weiterhin seine Untergebenen in den Niederlanden anführt. Es ist wichtig zu wissen, dass Pete Costas Netzwerk auch versucht, die Ermittlungsbehörden in Dubai zu bestechen, um Ali auf der Stelle verhaften zu lassen. Ich habe mit Dubai gesprochen und wir können sie als Spione verhaften lassen. Sie werden dann für Informationen gefoltert. Vielleicht eine Gefängnisstrafe wegen Drogen oder Spionage. So, seht ihr? Dubai ist auch korrupt. Du kannst da auch Sachen machen. Weil egal wo ich bin, jeder erzählt mir, ja, Dubai, du kannst nicht dingen, du kannst nicht mal einen Joint da rauchen. Glaube ich auch, ja, die,
die nehmen dein Leben, also nicht dein Leben, aber die nehmen dich auseinander für ein Joint oder Ding. Irgendjemand hat mir erzählt, irgendein Rapper aus England oder so, der saß 3 Jahre, so ein großer Rapper aus England, der saß 3 Jahre für ein paar Joints oder so, ich weiß nicht genau. Ich habe gerade mal gegoogelt, hier, der Rapper Fredo heißt, der 5 Monate saß der in Dubai wegen Drugs. Also ist es schon gefährlich, also ich würde niemandem raten, mit Drugs oder hier nach Dubai zu fliegen oder wenn man irgendwie was damit zu tun hat, irgendwas mit in Dubai damit zu machen. Aber man sieht, wir haben schon in den ersten Staffeln gesehen, auch Leute wurden in Dubai erwischt und weggemacht. Leute können verhaftet werden als Spione und es gibt schon Möglichkeiten immer und überall. Das will ich euch nur damit sagen. Pete Costa gibt diese Nachricht an seine rechte Hand Hassan weiter, der daraufhin antwortet. Mein Freund, das ist die bestmögliche Strafe. Es sollte wirklich passieren, dass er wegen Drogen verhaftet wird. Hassan muss aber auch in Rotterdam wachsam bleiben, denn die Rivalen bleiben nicht untätig. Sie wissen zu viel über dich. Zieh dich zurück und fang an unterzutauchen, bis wir diese Angelegenheit geklärt haben. Ich kann alles für dich regeln, mein Bruder. Mach dir keine Sorgen. Meine Jungs sind unsichtbar. Wir finden für alles eine Lösung. Robin hat recht. Eine Person namens Muad K. aus dem rivalisierenden Team beaufsichtigt ein Team, das Hassan im Juni 2020 ausschalten soll. Muad ist dafür verantwortlich, Fotos zu machen und in ständigem Kontakt mit dem Überwachungsteam zu bleiben, das Hassans schwarzen Audi verfolgt. Diese vorläufige Überwachung läuft schon seit Wochen und soll in den nächsten Tagen zu einem Liquidierungsversuch führen. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 2020 wird das Team in einem Viertel in Rotterdam gesichtet. Die Gruppe überprüft den Peilsender unter Hassans Auto, um sicherzugehen, dass er noch an Ort und Stelle ist. In diesem Moment taucht plötzlich Hassan in einem anderen Auto auf und beobachtet die Szene. Er bemerkt das Team, versteht ihre Absichten und beschließt, sie zu verfolgen, während sie in einem Mazda fliehen. Hassan ist sich der Gefahr für sein Leben durchaus bewusst. In der Zwischenzeit ruft er eine Notrufnummer an, aber vergeblich, denn der Telefonist scheint seine Situation nicht ernst zu nehmen und legt auf. Trotzdem gelingt es Hassan, dem Mazda von hinten aufzufahren, aber schließlich verliert er das Fahrzeug aus den Augen. Noch in derselben Nacht kontaktiert er Pete Costa und übermittelt ihm das Kennzeichen des Mazdas in der Hoffnung, mehr Informationen über das Team zu bekommen, dem er gerade begegnet ist. Am 16. Juni wird dasselbe Fahrzeug in der Soldanelstraat in Rotterdam mit einem offensichtlichen Schaden am Heck gefunden. Als das rivalisierende Team das Scheitern der Mission bemerkt, äußert einer der Anführer dieses Netzwerks seine Unzufriedenheit mit Muad über das Überwachungsteam, das an Ort und Stelle hätte eingreifen und Hassan in den Kopf schießen sollen, da er regelmäßig eine kugelsichere Weste trägt. Ja, voilà. Ich wollte mit diesem verdammten Kerl fertig werden. Sie müssen Ihre Waffe mitgebracht haben, Bruder. Das ist ein Anfängerfehler. Wir hatten ihn gerade erwischt. Er war praktisch so weit, diese Woche liquidiert zu werden. Dieser Anschlag wurde, wie bereits erwähnt, von Alis Netzwerk orchestriert, während er sich in Dubai aufhält, wo die Behörden ihn festnehmen sollen. Aus den Nachrichten geht hervor, dass dieses Projekt zur Bestechung der Agenten 3 Millionen Euro kostet, wobei die erste Hälfte bereits von Pete Costa bezahlt wurde, während die andere Hälfte nach Abschluss des Projekts gezahlt werden sollte. Costas Team hofft, dass dieser Ali all seine Besitztümer verliert, die anscheinend auf seinen Namen registriert sind, und dass er ins Gefängnis gesteckt wird. Dieses Vorhaben kommt jedoch nicht zustande, denn es ist wichtig zu wissen, dass die Polizei in den Niederlanden Pete Costas Gruppe seit April 2020 genau überwacht, nachdem sie sich Zugang zum Messaging-Dienst EncroChat verschafft haben. Dadurch können sie verschlüsselte Nachrichten in Echtzeit lesen und Beweise sammeln, bevor sie Maßnahmen ergreifen. Am 22. Juni findet eine groß angelegte Operation an verschiedenen Orten statt, unter anderem in einem Lagerhaus mit Containern in der Rose-Plantage, mit Unterstützung in der Luft, unter anderem durch einen Hubschrauber. Bedeutende Persönlichkeiten werden verhaftet, darunter Pete Costa in Rotterdam und Robin in einer Wohnung in Den Haag. Es ist wichtig zu wissen, dass die Polizei das Lagerhaus im April heimlich mit Überwachungskameras ausgestattet hatte und diese etwa 3 Monate lang vor Ort ließ. Boah, krass. 3 Monate lang Lagerhaus abgehört, observiert, ohne dass sie es wussten. Boah, also da werden Maxi-Beweise gesammelt worden sein. So konnte sie genügend Beweise über die Teammitglieder sammeln, die dort während des Baus der Folterzellen arbeiteten. Die Polizei erstellt eine Liste von Verdächtigen, die sich alle auf die Baustelle konzentrierten, darunter auch ein gewisser Ari. Laut Kameramann führte Ari in mehreren Containern Renovierungsarbeiten durch, vor allem in dem mit der Nummer 5, in dem sich ein Zahnarztstuhl befand. Obwohl auf den Kameras während des gesamten Beobachtungszeitraums keine Bewegung des Stuhls zu sehen war, streitet Ari bei seiner Aussage vor Gericht weiterhin ab, ihn gesehen zu haben. Wir haben dich mehrmals gesehen, wie du den Container 5 betreten hast. Aber du hast den Behandlungsstuhl dort nicht bemerkt? Nein, den habe ich nie gesehen. Auch wenn es ein ziemlich enger Raum ist? Ja, das auch. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das auch nicht. Der sagt so, hey, was soll ich machen? Ich verstehe es auch nicht, wie ich ihn nicht sehen konnte. Geiler Typ. Man schenkte Aris Erklärungen nicht viel Glauben, zumal einer der Verdächtigen behauptete, die Zellen seien für eine einfache Erpressungsshow gebaut worden. Ihm zufolge hatten sie ursprünglich geplant, eine Cannabis-Plantage zu errichten, aber wegen Covid mussten sie eine neue Einnahmequelle finden. Das behauptet Ari auch bei seiner Vernehmung über den Transfer der Polizeiuniformen von Container Nummer 2 zu Nummer 3.
Ein außergewöhnliches Element ist, dass die DNA eines korrupten Polizisten, Orm K., auf einer dieser Uniformen entdeckt wurde. Er soll dem Rotterdamer Netzwerk viele vertrauliche Informationen zur Verfügung gestellt und Nachforschungen über Piet Koster angestellt haben, um herauszufinden, was die Polizei über ihn wusste. Er hat jedoch nicht mit dem Eingreifen seiner Kollegen gerechnet, denn die Polizei blockierte abrupt deren Vorankommen. Es wurden Razzien an 13 verschiedenen Orten durchgeführt, wodurch Piet Kosters Netzwerk erheblich geschwächt wurde. Bemerkenswerterweise beschrieb die Justiz die Gruppe vor Gericht als rücksichtslos, die ihre eigene Form der Gerechtigkeit gegen ihre Rivalen durchsetzen wollte. Zu diesem Zweck hatten sie 6 schalldichte Zellen gebaut, die einem Gefängnis ähnelten, und einen Container für Spezialbehandlungen. Piet Koster wurde in allen Fällen zu einer Gesamtstrafe von 17 Jahren und 9 Monaten verurteilt, während seine rechte Hand Hassan eine Gesamtstrafe von 16 Jahren erhielt. Oh, das meinte ich. 17 Jahre, 9 Monate, boah, schon ein ekelhaftes Brett auf jeden Fall. Was lernen wir daraus wieder? Kinder und Freunde? Das lohnt sich nicht. Ich weiß nicht, wie lange der jetzt hier so leben konnte, wie er gelebt hat. Lass es 10 Jahre gewesen sein. 17 Jahre zu sitzen. Was passiert in den 17 Jahren? Wer stirbt alles in den 17 Jahren? Wer wird geboren oder wird nicht geboren, weil du sitzt in den 17 Jahren? Mit wie vielen Freunden, welcher Freund wird noch 17 Jahre und 9 Monate nicht sehen? Ja, und nur so sporadischen Kontakt immer noch am Start sein? Kannst du sicher sein, nicht einer. Die werden sich auch weiterentwickeln. Vielleicht sterben, vielleicht Familie gründen, vielleicht wegziehen, vielleicht dies, vielleicht das. Gott weiß. Die Protagonisten argumentierten vor Gericht, dass sie in der kriminellen Welt wussten, dass EncroChat von der Polizei kontrolliert wurde. Sie behaupteten, dass sie Nachrichten mit Desinformationen verschickten, um die Reaktion der anderen Partei zu bewerten und zu prüfen, ob sie überwacht werden. Was die Geschichte mit dem Schiff und der 25-Tonnen-Ladung angeht, behaupten sie, dass sie eher einer Fernsehserie als der Realität ähnelte. Sie behaupteten, dass ihre Diskussionen nur dazu dienten, die Ermittler zu verwirren. Diese Erklärungen wurden jedoch nicht akzeptiert. Schließlich versuchte unsere Hauptfigur, Robin aus Utrecht, ein Familienvater in den 40ern, sich zu verteidigen, indem er behauptete, er sei kein Krimineller, sondern jemand, der von Kriminellen in die Falle gelockt wurde. Er gab vor, ein einfacher Sportbegeisterter zu sein. Er war jedoch zu krank, um an seinem Prozess bis zu dessen Abschluss teilzunehmen, da er wegen einer schweren Hautkrebserkrankung im Krankenhaus lag, die ihm schließlich im Juni 2022 das Leben nahm. Auch verrücktes Schicksal, oder? So ein Macher in dieser Unterweltgeschichte. Mitte 40 haben die ja gerade gesagt, Familienvater stirbt dann einfach an Hautkrebs. Die Geschichte ist damit aber noch nicht zu Ende. Im Oktober 2022 führte eine groß angelegte Untersuchung wegen Geldwäsche, bei der es um hunderte von Millionen Euro ging, zu 22 großen Durchsuchungen. Im Zentrum der Ermittlungen steht die Familie DW, die ein Metallurgieunternehmen betreibt. Alles begann damit, dass Piet Koster in Rotterdam in einer Wohnung verhaftet wurde, die angeblich auf den Namen von Dennis DW, dem mutmaßlichen Anführer dieser Bande, registriert war. Er war angeblich nach Dubai geflohen, von wo er aus seine Geschäfte führen konnte. Um ein vollständiges Bild des von Piet Koster angeführten Netzwerks zu bekommen, wird es noch viel Zeit brauchen, um alle Puzzleteile zusammenzusetzen. Okay, Freunde, der Mix lässt hier schon so ein bisschen offen, dass es wahrscheinlich noch weitergehen wird. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, es gibt bislang keine Fortsetzung. Vielleicht arbeitet er gerade dran, er hat seit 8 Monaten kein neues Video mehr hochgeladen. Vielleicht arbeitet er an der aktuellen Fortsetzung. Ich meine, die Unterwelt schläft nicht und es läuft 100% weiter, vielleicht nur mit anderen Akteuren, anderen Protagonisten. Aber weiter geht's auf jeden Fall, so viel ist sicher. Freunde, abschließend zu dieser ganzen Mokro-Sache kann ich euch nur nochmal sagen, ich hoffe, ihr könnt das einschätzen, einordnen, auch meine Kommentare dazu. Wir sehen das hier, wir schauen es uns hier zusammen an und sehen es wirklich auch wie eine Serie. Manchmal vergesse ich selber auch, dass da echte Leute, echte Personen, echte Schauplätze und alles stattgefunden haben. Und deswegen wirkt es vielleicht oft mal so ein bisschen läppisch und locker daher geredet, wenn wir über einen Mord oder wenn wir über eine Verhaftung oder so reden. Aber vergesst nicht, das sind echte Situationen, echte Taten, echte Menschen. Die Leute sind wirklich gestorben, die Leute sitzen wirklich im Knast. Und ja, deswegen seid schlauer. Und verkauft keine Drogen. Ja, Mann. Ey, schreibt in die Kommentare, wenn ihr Bock habt, dass wir auf andere Sachen reagieren sollen. Muss auch nicht immer nur Crime sein. Ich weiß, es ergibt Sinn so hier, dass wir auf Crime-Sachen reagieren. Können wir auch gerne machen. Aber muss auch nicht Crime sein. Wir können komplett neue Türen aufmachen. Uns komplett neue Felder öffnen. Ihr seid die Dirigenten. Ihr sagt es uns. Ihr schreibt es in die Kommentare. Oder schickt es uns bei Instagram. Und wir werden das dann ermöglichen. In dem Sinne, passt auf euch auf. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Trinkt immer schön viel Wasser. Immer gesund bleiben. Und immer fit, ihr wisst Bescheid. Immer sexy bleiben. Bis dahin. Peace.